Hallo ihr Lieben, ich habe Erdbeeren bekommen und die möchte ich jetzt waschen, weil ich gerne Marmelade machen möchte. So, wusstet ihr, dass man im Thermomix auch super Früchte waschen kann, wie jetzt zum Beispiel die Erdbeeren oder auch Weintrauben oder was weiß ich, Johannisbeeren oder Himbeeren oder so? Ich habe jetzt den Gareinsatz so voll gemacht, dass der Deckel gerade mal so zugeht und werde jetzt hier einen Teelöffel Natron reintun und einen Liter Wasser. Wasser und Natron sind jetzt hier im Mixtopf drin. Warum habe ich Natron reingegeben? Weil Natron eventuell vorhandene Pestizide auf den Früchten in der Schale entfernen kann. Also das macht die Früchte noch mal sauberer, als man es eigentlich unter fließend Wasser hinbekommt. So, die Erdbeeren setze ich jetzt hier ein. Mixtopfdeckel setze ich auf und gemäß Vorgabe von Thermomix einmal die Hand wechseln. Eine Minute auf Nachmutter, Stufe 8. Sind jetzt gewaschen. Da gehen wir hier mit dem Spatel das mal rausnehmen, das Körbchen. Mal in die Spüle setzen und jetzt schauen wir mal uns das Wasser an. Da ist er ordentlich Dreck zu sehen, ne? Also das klappt wirklich wunderbar. Sehr, sehr empfehlenswert. Früchte waschen im Thermomix.